Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ich nenne es mal einfach Extension-Video. Hier sind meine ColecoVision-Cartridges, hier sind meine Intellivision-Cartridges. So, jetzt mache ich mal einen kleinen Schwenk. Das ist übrigens mal ein Virtual Boy. Ja, ich habe einen. Und ich habe auch nur zwei Games dafür, falls das irgendjemand interessiert. Und wenn ihr mal ganz nett seid, dann zeige ich euch das mal, wie das aussieht. Wobei, das wird wahrscheinlich durch die Kamera echt interessant. So, hier ist sozusagen mein neuer Bereich, den ich gerade dabei bin einzurichten. Deswegen habe ich einfach mal die Gunst der Stunde genutzt, weil irgendeiner mich angeschrieben hat, fällt doch mal. Also zeige ich das jetzt auch mal. Das wird meine Super Nintendo-Sammlung. Hier ist die Atari-Sammlung. Hier sind die NES-Sachen. Hier wird, das ist das, was ihr gerade seht, die N64-Abteilung. Ihr seht übrigens, das ist das, was hier noch in groß ist. Das ist das, was noch abgefilmt wird. Das ist meine MSX-Abteilung. Und wenn die N64-Sachen abgefilmt sind, kommt da in die Ecke ColecoVision und Intellivision rein. Sega habe ich nicht so viel. Das ist relativ überschaubar. Das habe ich noch in Schränken. Aber mal sehen, vielleicht kann man das auch noch dazu packen. Da würde ich dann vielleicht auch noch mal ein Video machen, wenn wir bei Sega sind. So, es gibt neue Sachen. Deswegen mache ich eigentlich dieses Video. Ich habe es endlich wieder. Das gute alte Mopi Ranger für den MSX. Es ist ein netter Puzzler. Ihr seid diese merkwürdige Kreatur und müsst diese kleinen Kinder einsammeln. Und dadurch müsst ihr Steine verschieben, Aliens besiegen und eben mit diesem Floß rumfahren. Ist sicherlich mal interessant für ein Let's Show. Werde ich auch mal machen. Und wie schon gesagt, das Ding hatte ich mal und irgendwann hatte ich es dann nicht mehr. Jetzt habe ich es wieder. Auch neu, der Klassiker Defender für den Atari 2600, der Erfinder des Space Shooters, ein absoluter Klassiker. Ich finde auch immer die Artworks, finde ich auch immer relativ klasse, das hat heute keiner mehr nötig. Und was auch schön ist, da haben wir Label, das haben die dann auch nicht mehr nötig gehabt später. Ja, Defender muss man nicht viel sagen, ist ein Klassiker, solltet ihr euch, wer sich für einen Atari hat, beschaffen. So, Cosmic Adventure, meine nächste Version fürs ColecoVision, da habe ich ja nie ganz so viel. Ist auch wieder ein interessanter Shooter und so wie es mir mittlerweile vorkommt, die meisten ColecoVision Games sind echt gut. Also hier kann man auch nichts falsch machen, der ist nicht so sensationell, aber ist vollkommen okay. Wenn ihr die Chance habt, greift zu. Etwas, wo ihr nicht zugreifen solltet, ist Subhunt für den Intellivision. Es gilt als schlechtes Spiel und ich kann euch sagen, es ist auch schlecht. Das meine ich wirklich. Es ist wirklich schlecht. Gut, ich habe es jetzt, aber ja, es ist nicht so sensationell. Kommen wir zu meinen neuen Sachen des Super Nintendos. Ja, Easy Quest for the Olympic Rings. Ja, sowas nennt man im Englischen unique. Nennen wir es besonders, nennen wir es speziell. Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt vortun, aber wer so ein bisschen, ja, ich sag mal, soll es so eine Sport-Persiflage sein? Ich weiß es nicht. Es gibt ja von auf dem C64 von Gremlin Alternative World Games, falls das jemand kennt. Ja, so ein bisschen in die Richtung geht's, aber ich find's nicht gut. So, der nächste Neuankömmling. Major Title. Ein Golfspiel. Ja, ihr hört richtig, ein Golfspiel. Vorne fragt, hey, geht's da um? Ja, es geht um Golf. Was macht man da? Ja, Golf. Ist das spannend? Ist Golf. Es ist ein Golftitel. Wer von Tiger Woods nicht genug hat, der kann da zugreifen, sonst, ja. Ja, es ist Golf. Kommen wir zu einem tollen Filmanimationstitel, True Lies. Ja, der Film ist deutlich besser. Das Game ist nicht so spannend, vor allem ihr seht auch schon das LJN-Logo. Ja, das sagt ja meistens etwas über Qualität aus. Hier auch. Der ist nicht die schlechteste Filmumsetzung, aber es ist sicherlich nicht gut. Wirklich nicht. Wenn es für kleines Geld kriegt, komm, für einen Gag, um mal den Governor im Schrank zu haben, meinetwegen. Aber ja, kommen wir zu einem nächsten Aussetzer. Big Sky, Trooper, irgendwas. Es ist ein LucasArts Game, aber ja, da hatten die auch nicht viel Lust zu, glaube ich. Und guckt es einfach mal an, das ist auch wieder so ein Game, was auch wieder einer Meinung ist, es muss alles irgendwie anders machen und irgendwie auch, ja, und dabei eigentlich nichts richtig macht. Also, kann ich nicht empfehlen. Was ich empfehlen kann, Animaniacs.
auch die bessere Trickserie als die Tiny Toons selber. Ja, schreibt böse Kommentare. Erinnert mich sehr an, wo haben wir es denn hier? Na, nicht DuckTales, Chip and Dale, bei uns besser bekannt als Chip and Chap. Erinnert mich noch ein bisschen daran, hat auch wieder den bekannten, verrückten Animaniacs-Humor. Es ist auch so ein Puzzle, Jump and Run gemischt. Ist echt gut gemacht. Fand ich wirklich damals echt verrückt. Warum ich da irgendwie dran vorbeigekommen bin, dass ich das nicht in der Sammlung hatte, fragt mich nicht. Jetzt habe ich's. Also das ist okay. Also wenn ihr das kriegen könnt, das lohnt sich. So, noch zwei, dann haben wir's. Humans, das kennen vielleicht die meisten vom PC. Dieses, ja, soll ich's Puzzler nennen? Ja, kann man es ein Puzzler nennen. Ist hier ganz gut übersetzt worden, fand ich auch ziemlich gut. Auch in der Super Nintendo Version sicherlich spielbar. Ihr müsst auf so einen Flair stehen, dann ist das okay, dann kann man da zugreifen. Also, das kann man wirklich. So, der letzte im Bunde. Pitfall Mayan Adventure. Nicht mein Lieblings-Pitfall. Der ist okay, das ist ein guter Jump-and-Run-Hüpfer. Aber so das richtige Pitfall-Flair kommt da nicht auf. Deswegen müsst ihr selber wissen, ob ihr das in der Sammlung haben wollt oder nicht. Ist okay, kann man machen, kann man in der Sammlung haben. Ist aber jetzt auch nicht ohne das größte Game aller Zeiten. So, mache ich noch einmal einen kleinen Schwenk. Wenn das fertig ist, zeige ich dann nochmal, wie es dann aussieht. Das wird wahrscheinlich dann in ein paar Wochen dann nochmal der Fall sein. Dann seht ihr auch nochmal die Einzelmodule. Ja, und dann haben wir es. Und wie gesagt, jetzt gehen wir mit dem N64 weiter. Den da hinten haben wir schon abgefilmt. Die Module kommen alle noch. Ja, und dann würde ich sagen, in den nächsten Wochen mehr. Ich freue mich. Also nach N64 kann ich schon sagen, kommt die kleine Sega-Sammlung. Die ist nicht groß. Ich kann mal eben kurz was zeigen. Hier, Zero Wing. Ich habe es wirklich. Das Spiel mit der besten Übersetzung. Hust, hust. Wobei es gar kein schlechter Titel ist. Nur die Übersetzung ist halt grottig. Ja, nach der N64-Sammlung kommt eben eine kurze Sega-Sammlung. Dann kommt Super NES. Ihr seht schon mal diese goldenen Cartridges. Metroid, irgendwo ist auch noch Kid Icarus, glaube ich, dahinter. Die kommen dann und dann kommt die Adventure-Sammlung für den PC, die wolltet ihr auch sehen. Und ich glaube, dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Ihr könnt immer noch in den Kommentaren schreiben, was ihr haben wollt, was ihr sehen wollt. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr kennt das Spiel. Und dann machen wir in den nächsten Wochen weiter. Alles klar. Ciao.